Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy Forever. Letztes Mal, da habe ich bei diesem Level aufgegeben, weil ich den Schweißausbruch des Jahrhunderts hatte. Gott, ich hasse den Sommer. Es ist zwar nicht weniger kühl, aber ich habe das Gefühl, dass ich es diesmal besser schaffen könnte. Weil es nicht mehr ganz so schwül ist. Shit, das war zu hoch gewesen. Oh, das ist wie so ein Millimeterarbeit. Scheiße! Ich ärgere mich gerade über mich selbst. Ich müsste diese Sprünge richtig hier ansetzen. Shit! Oh, verdammt ist das schwer. Das ist jetzt wieder eine Stelle, da merke ich, dass ich selber schuld bin an meinen Fehlern. Am Versagen. Shit! Das konnte ja so nicht klappen. Soll man dafür überhaupt nicht die Hände vom Controller nehmen, weil es einfach so schnell geht mit dieser Krütze da. Kein Wunder, diese Level sind doch mit Elementen von der Hill angereichert. Ich schaffe es nicht. Ich darf hier nicht so viel Zeit verschwenden. Ich sollte einen kleinen Zwischenstopp machen. Ich sollte nicht herumrutschen. Jetzt. Oh. Shit, ist das knapp. Ah, ich wollte springen. Wieso bin ich nicht gesprungen? Minu! Hopp! Über? Ah, das schaffe ich nicht! Nein! Das ist so klar! Ein Sprung! Dann hoch, Zwischenstopp! Hier an die Wand! Sprung! Kleiner Stopp! Hoch, hoch! Sprung! Wand! Und Kopf anschlagen und sterben. Jetzt ist es wirklich besser mit meinem Schweiß. Hotel, das sind die Informationen, die ihr gar nicht hören wollt. Gute ist, ich rieche nicht besonders schlimm, wenn ich schwitze. Und die Leute riechen dann ganz, ganz übel. Aber ich überhaupt nicht. Ich scheine einfach einen naturellen, angenehmen Geruch zu haben. Also, ich finde das irgendwie angenehm. Mein Mann ist bei mir auch immer ganz ruhig, also nehme ich mal an, dass mein Geruch beruhigend wirkt. Ach Manu, ich wollte hier doch springen. Irgendwie hat es nicht geklappt. Eben nicht so, wie ich wollte. Und dazu noch diese fröhliche Musik. Dabei sind das die schwersten Welten, die Super Meat Boy zu bieten hat. Nee, das ist nicht. Das sind bestimmt die Dark Worlds davon. Die schwersten Welten, die Light World von Super Meat Boy zu bieten hat. Weil es geht schon in Richtung der Dark Worlds von, ich würde sagen, Hospital Forest of Salt Factory locker. Ich krieg's gerade nicht hin, über diese Stelle hinauszukommen. Was mache ich denn da falsch? Das beobachten wir. Nachdem ich es geschafft habe, wieder dahin zu kommen, natürlich. Immer schön auf das Weiße achten. Jetzt habe ich es verbockt. Stimmt's. Ich bin zu langsam. Oder habe ich es geschafft? Nein, ich habe es verbockt. Schnell. Bandage Girl, tu mir das nicht an. Wir wollen doch Meat Boy retten. Das hoffe ich nicht. Ich habe es zwar geschafft, vor der rosa Krütze zu fliehen, aber die Säge war mein Verhängnis. Nein! Ich habe ihn nicht. Ach. Nein, kein Fehler, der wird in Scheiße. Da muss einfach alles im ersten Versuch sitzen. Ah, ich hab's rüber geschafft. Aber nicht besonders weit. Hey, diese Sprünge sitzen jetzt ganz gut. Shit, Fehler gemacht. Oh, shit. Ach, ich erinnere mich, da bin ich auch die ganze Zeit gestorben. Stille hat einfach was mit Konzentration zu tun. Deswegen kann ich mich nicht so oft melden. Meistens melde ich mich dann, wenn ich sterbe. Oder wenn ich es geschafft habe. Oder wenn mir irgendwas zum Sagen einfällt. Oder ich überbrücke einfach die Zeit. Och, meine Katze ist hier. Ich kann aber jetzt nicht auf meinen Schoß. Du hast die Kontrolle unterm Tisch, halt nach sie geht. Nein, ich schaff's nicht.
Boah, ich bin in Panik geraten. Hey, ich werde besser. Sagte sie und rannte in die Säge. Säge, an der ich vorbei sollte. Wow, ich werde schlechter. Und? Ach, die ganze Zeit. Die ganze Zeit durch diese Stelle verhauen. Hier nicht den Kopf anschlagen. Das hat irgendwie nicht ordentlich so geklappt, wie ich wollte. Den Sprungknopf habe ich an der völlig falschen Stelle angesetzt. Mal sehen, wie lange wir noch brauchen für dieses Level. Auf meiner Uhr sind wir schon wieder 5 Minuten dabei. Das hat irgendwie viel leichter ausgesehen, als ich es das erste Mal gesehen habe und versucht habe. Aber das ist doch ganz schön happig. Jetzt zuckt es mir natürlich viel drüber und ich kann mich einfach nicht kratzen, weil dieses Level einfach nicht zulässt. Mal die Hand vom Controller hin, weil ich muss jetzt einfach. So. Gut, jetzt. Hopp. Ich glaube, ich hab's verkackt. Ich habe verkackt. Rüber. Ich war zu langsam. Hoch und hoch. Rüber. Ich muss es wieder schaffen, an den vorigen Level zu kommen. So weit, so gut. Nein! Gott, ich werde immer so nervös, wenn ich an der Stelle bin. Und dann mache ich dumme Fehler. Ey, das gibt's doch nicht. Habe ich da hinter den Sprungfalter eingeschätzt? Und hoch. Oh, das ist teilweise ein purer Instinkt, was ich hier tue. Ich verspiele ich voll Instinkt geladen. Vor allem Tetris kann ich gut Instinkt geladen spielen. Habe ich aber lange nicht mehr gemacht, ob ich das kann. Da bin ich nämlich locker auf dem DX-Teil für den Game of Color bis ins Level 30 gekommen und konnte das ewig lange hinten halten. Ich habe Tetris aber gelernt, indem ich einfach auf Level 9 angefangen habe. Auf Level 9 spielen, also so hart wie es nur geht, und dann wird es ja immer schneller. Nach nur 10 Reihen wird es schon schneller. Und so lernt man am besten Tetris. Mein Mann hat übrigens Street Fighter Turbo auf dieselbe Art gelernt. Den man einfach auf dem Turbo-Modus angefangen hat. Also ich glaube, es wird der zweite Teil. Es gibt ja einen dritten Teil von Street Fighter, aber ich habe irgendwie noch nie von dem gehört. Ich kenne den zweiten Teil und den vierten Teil. Ah! Shit! Jetzt bin ich endlich mal wieder weitergekommen. Ich weiß, sehe ich schon, der Part würde ja nur aus einem Level bestehen. Hey, das war richtig cool. Bisschen länger wohl auf die Sprungtaste drücken. In dem Fall. Oh shit, die Zwischenlandung hat nicht geklappt. Landen. 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 Vorbei. Und ich bin ein bisschen zu weit gesprungen. Ja, wie gesagt, der Part besteht nur aus diesem einen Level. Das sehe ich jetzt schon kommen. Och Mann, wieso kriege ich das nicht hin? Dieses Level ist viel schwerer, als es aussieht. So, ruhig jetzt. Kommst du viel höher als am Anfang? Nein! Ich schaff's nicht. Wenn ich da nicht die dummen Fehler machen würde. Sollte sich Ben, ich könnte die ganze Zeit den Kopf anhauen. Oh, ich hab's. Nein! Oh Mann! Passt. Wieder dieselben Fehler gemacht. Da wird man nicht mit Safe States arbeiten, damit ich nicht immer wieder den Anfang machen muss. Aber es gibt keine Safe States in Super Meat Boy. Das ist ein PC-Spiel, kein Emulator-Spiel. Hier kann man irgendwie das Spiel austricksen, mich nicht wundern. Aber das will ich nicht machen, ich will es ja auch eher nicht schaffen. Das schaffe ich nicht. Klar. Wie gesagt, man darf hier keinen einzigen Fehler machen. Hey, Nitschke, wenn du mal aufhören würdest, dir die ganze Zeit den Kopf anzuschlagen an der Stelle. Damit ich hier mal ein bisschen weiter üben könnte. Oh toll, ich bin ein bisschen falsch abgesprungen. Weil ich da oben bis jetzt nur so wenig üben konnte.
Wenigstens gibt es kein Pflaster mehr hier. Hat mir auch nur so wenig Platz. Nope, den Schein habe ich. Wow. Der Nütgöl hätte es eben noch ein bisschen Bodenhaftung haben sollen. Ich glaube, ich muss warten, bis ich dieses Flap-Geräusch höre. Oder dieses halt Aufsflatschen von dem, was auch immer das ist. Bandage Girl. Vielleicht die Verletzungen, die sie verarztet hat. Pflasterblut. Gott, ich war zu langsam. Das kriege ich doch nie im Leben hin. Wenn ich es geschafft habe, so langsam zu sein. Zack und zack. Zack. Und zack. Ich glaube, den Teil habe ich jetzt wenigstens raus. Nein, wie kriege ich diesen Sprung hin? Ich habe das Gefühl, ich muss viel weiter unten ansetzen. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Zack, zack. Und wieder falsch gemacht. Lang nicht mehr passiert. Aber es musste wohl mal wieder passieren. Ich muss mir aber meine Fehler im Klaren sein. Aha. Ha, wir haben's. Ich hab's geschafft. Sogar ein Great Art Plus. Naja, das war abzusehen. Das war abzusehen. Gott, wir haben 12 Minuten gebraucht. Immer noch mal die 10 Minuten, die ich damit verbracht habe, im vorigen Part versucht habe, das Level zu schaffen, dazu nimmt. Ich trinke lieber mal einen Schluck. Das ist mir ja auch gefallen, wenn man bei bestimmten Punkten Level hinaus ist, der Rest doch kein Problem mehr. Nächster Level, wir gucken, ob wir das nächste schaffen. Ja, wir sind eindeutig in der Hölle. Ich habe das Gefühl, ich hätte noch mehr Schlüssel schaffen müssen. Mist, ich habe nur eingesammelt. Oh shit, ich habe gar keinen gesammelt. Soll ich das schaffen? So. Ha, ich habe 2 gesammelt. Ich habe keinen gekriegt. Soll das klappen? Das ist schwer. Hilfe! 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 Ich hätte mich wieder verstecken müssen. Oh, da oben geht's nicht lang, okay. Auf dem einfachen Weg macht es uns also nicht. Ich habe nur einen. Andere Richtung. Ich habe keinen gekriegt. Verdammt, ich muss immer noch 2 sammeln. Ich habe nur einen. Wie soll das klappen? Hier kaum noch Platz. Ah, cool, ich hab's. Viel leichter, als ich dachte. Und auch hier habe ich die Dark World freigeschaltet. Oh Gott, ich will die Dark World davon überhaupt nicht sehen. Sekunden bekommen wir dafür. Wir kriegen ganz schön lange viel Zeit. Wie viel habe ich denn gebraucht? Man sieht nur 25. Nächster Level. Ich hasse dieses Level jetzt schon. Verdammt! Verdammt nochmal. Wahrscheinlich habe ich dieses Level nicht mehr in diesem Part. Oh, ich dachte, ich bin sicher, wenn ich hier stehen bleibe. Anscheinend nicht. Ja. Das heißt, ich muss warten, bis das auch geplatzt ist. Ja, ich muss warten. Das war irgendwie blöd. Nein, verdammt! Und ich habe gedacht, ich habe das Level ausgetrickst. Ach du meine Güte, da oben ist ja auch noch einer. Du machst es mir also nicht besonders leicht. Verdammt nochmal! Gott, das wird schwer. Hilfe! So eine Scheiße aber auch! Hilfe!
Oh, scheiße. Gott, wir müssen ganz schön weit gehen. Verdammt, ich dachte, ich schaff das. Mist. Ich hasse die Viecher. Schnell. Ich hätte mich gleich runterfallen lassen wollen wie beim letzten Mal. Nein, ich wollte auch noch auf die andere Seite springen. Ich war zu langsam. Die ganze Zeit bin ich zu langsam. Ich wollte eigentlich jetzt nicht an die Wand springen. So eine Scheiße, so eine Scheiße, so eine Scheiße. Hilfe! Übel, das ist übel. Das ist mehr als übel. Nein, ich bin gefallen. Achso, das ist unten ist eine Lava. Ich dachte eben, warum ich gestorben bin, anstatt zu fallen. Das sah zwar ziemlich cool aus, aber das war nicht besonders effektiv. Oh shit. Ich dachte, da unten bin ich sicher. Falsch gedacht. Ich dachte, ich müsste springen. Nochmal falsch gedacht. Was? Sie waren überall. Wie hätte ich das überleben sollen? Dafür muss man einfach übermenschliche Reflexe haben. Und ein bisschen Glück. Also mal sehen, wie weit ich noch komme in den 3 Minuten, die wir haben. Den Schlüssel habe ich, aber ich bin nicht lebend weggekommen. Ich glaube, ich muss doch noch eine Sekunde länger warten oder so. Das war eine Sekunde zu viel. Cool. Ah! Ich muss ja drauf aufpassen, ich schieße ja nochmal. Leute, guckt euch das an. Nein, nein, ich bin gestorben. Jetzt war ich auf der anderen Seite. Mist, ich will ausweichen müssen. Rüber, rüber, rüber. Dem anderen konnte ich nicht ausweichen. Ihr seid so übel. Ihr seid so übel. Ich hasse euch. Ich hoffe immerhin, dass die Hälfte vom Level kriege ich teilweise hin, aber sonst ist es ganz schön schwer. Oh. So, ich habe nur noch 1 Minute 30. Sobald mein Handy vibriert, wird das der letzte Versuch. Wobei das Level in den nächsten paar verschoben wird. Hier nicht warten. Aber da tue ich dann direkt in den reinspringen. Oh, verdammt, verdammt. Verdammt doch mal. Ich hab's noch nicht so wirklich raus. Und das, da hat irgendwie was gefehlt. Au. So, erster Schlüssel. Was habt ihr euch dabei bloß gedacht? Das mit dem Licht ist aber echt cool, das mag ich. Das geht nicht. Ich würde von unten kommen. Das heißt so. Wow, wow, das hat ja tatsächlich geklappt. Verdammt, ich dachte, ich hab's noch. Ich glaube, ich habe nur noch einen Versuch. Hopp. Shit, bin wieder unten. Also mein Handy vibriert jetzt. Und das war's. Na dann,
Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir werden uns dann diesem Level im nächsten Part noch mal versuchen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.